Oh, you're back. What do you have there? Are those Gazal greens from Sorala's farm? I wanted to do this for a long time. Now I can finally find out whose greens are better. Why, these are absolutely delicious. Are they better than yours? Yeah, there's no question about it. My Tantal greens don't even compare to her delightful and scrumptious Gazal greens. Sorala was so small when I last saw her, and now she's all grown up. She doesn't need coal anymore. You seem to know a lot about her and her father. You're not related, are you? Maybe an uncle or something? It's a little more complicated than that. Nevertheless, now I can pass away without worry, knowing that she can take care of herself. That's all I wanted. Anyway, the field is yours to use as you please. Ich glaube, er hat schon gesagt, er ist der Großvater. Großvater! The field is yours to use. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Tante-Gemüse. Mal gucken, bringt das irgendwas, wenn ich ihm irgendwas gebe, ansprechen? Hä? Wir sind. Die saßen aber gerade eben noch nicht. Poor Sorala. I heard the news about her father's death. But something doesn't quite make sense. I was in Arius and saw a man who looked just like Cole. But Cole is dead, so it couldn't have been him, right? Just someone who looks like him. Na dann wollen wir doch mal rüber da, würde ich sagen. In Arya wurde irgendwie jemand gesehen, der aussah wie Cole. Das ist ja mal interessant. Soll ich da lieber lang oder schnell? Ach, ich mache eine Schnellreise. Teleportation ab nach Arya. Arias Wilderlande. Zack. Los, 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 los. Das will ich sofort herausgefunden haben. Also super, dass wir auch hier in den Wilderlanden sind. Da gibt es ja noch mehr. Ich muss ja auch noch zu diesen Tempelruinen dort nach oben. So. Savanna. Ist hier auch irgendjemand mit Fragezeichen drauf? Kasch, Dr. Hammel. Ein umwerfend charmanter Mann. So, is this what you need? Merci beaucoup, Monsieur Cole. I told you, no one's supposed to know I'm alive. Oh mon Dieu, pardonnez-moi. I'm so sorry. Ah, what are you? We meet again. Cole of Canopus Farms. Well, you found me out. So, it was you all along. I'm sorry, young lady. I didn't mean to make you part of the deception. Tell me, when poor Sorala read my letter, did she shed a tear for her father? She did more than that. I suppose she was inconsolable. She's still just a child. She lost her mother when she was too young. For a long time, it's just been the two of us. And that's the whole problem, see? She's grown too dependent on me. Always needing me to look after her. She's gotta learn how to stand on her own two feet. I can't look after her forever. Kids have to strike out on their own eventually. She's a skilled farmer, and she's done wonders with that field. I know she can make it on her own, but she doesn't believe she can. I thought the best thing for her would be if I just disappeared. Faked my death and left her life for good. A nice clean break. For who? Huh? You say it's for your daughter's sake, but it's not just about her now, is it? Or will you tell me I'm wrong? No, I cannot tell you that. Yes, I have another reason. I've wanted to leave the village for a long time now. I have to go on a journey, you see, to find my wife. Gone these many years. Your wife?
And Sarala's mother. Yep. She disappeared years ago. Most folk have given up on her and figure she must be dead by now. She's gone, Cole, they tell me. They try to convince me to let her go. As if I could. I know she's alive. Somewhere out there. Hope springs eternal. You mocking me? You think I'm wrong? I've lost family too. My younger sister. Every hour I pray to see her again. Then you understand how I feel. Yes, and I think Sarala will as well. If you explain to her why you have to go, she'll give you her blessing. You don't need to fake your death. Why make her grieve anymore? I don't want to hurt her. But you're wrong. She'd refuse to let me go. It's better this way. It's what she needs. I mean, look at me. It wasn't until my father passed that I learned to fend for myself. I still miss him, though. He was a stubborn bastard, no doubt about it. But by God, he knew about growing veggies. I relied on him for everything, right up until the day he died. Now, I've gotta go. You have to promise me to keep this a secret. Don't you blab to Sarala. I've got a long journey ahead of me, and I need to pack my saddlebags. A stubborn bastard. Someone who is an expert at growing vegetables? Ernsthaft? Das meinst nicht ernst. That description sounds a lot like the Tantal Greens farmer. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Die täuschen sich ja alle gegenseitig ihren Tod vor, oder was? Nee, ich habe gerade überlegt, wie ich das am besten mache. Aber wenn ich sowieso da hinten zu dieser einen Siedlung muss, dann mache ich das jetzt ganz einfach. Ich werde jetzt erstmal in den Wald reisen. Werde dann dort schauen, dass ich diese Nebenaufgabe erledigen kann. Also sozusagen, ich werde mir den Weg jetzt einfach hier durchschlagen, dann hier nach St. Polle und dann zum Forschungslager rüber. Das ist wesentlich angenehmer und liegt auch auf dem Weg, da muss ich dann nicht hin und her wechseln, reisen und meine letzten EP ausgeben für den Fall, dass ich sie diesen Tag noch brauchen werde oder so. Als ob ich die brauchen werde. Hopp, so. Schon mal ein Stückchen weiter. Ich muss auch gleich mal schauen, weil wir müssen ja auch irgendwann Schokoborchel. Wow! Wie viele davon? Die wollte ich auch noch nebenbei irgendwann mal ausrotten. Krass! Wie die sich einfach wegprügeln lassen. Und wie viele Gegenstände? Geil. Voll die Monsteranhäufung hier. Gut, dass ich mich nicht teleportiert. Oh, Frosch, ey. Gut, dass ich mich nicht teleportiert habe. Was war das denn hier gerade? Aha, eine Misri-Medaille. So, was habe ich denn jetzt hier? Oh ja, cool. Hier gibt es auch noch die Schnecken. Schwäche auf Feuer. Na dann. Komm hier, Lebensentzug. Hier hast du Lebensentzug. Nebenbei, Kinder da draußen, spielt niemals im Wald mit Feuer. Ich wollte es nur gesagt haben, cool, neue Trophäe. Ich habe schon mal überlegt, ob ich nicht einfach meinen Account mit Facebook, also mein Spiel mit Facebook verbinde, aber irgendwie will ich das nicht. Was das denn da? Och nö, keine Affen. Ich mag keine Affen. Affen sind scheiße. Schokoborchel. Das ist doch mal was. Ich glaube, die brauche ich ja sowieso noch. Irgendwie 8 Stück oder so, ne? Könnt ihr mal ganz kurz gucken. Andere Gegenstände. Super. 3 Stück habe ich schon davon. Yippie. Will ich mal hoffen, dass ich noch mehr davon finde. Jetzt so auf dem Weg hier. Aber ich glaube nicht. Wäre ja auch zu schön.
Nebenbei laufe ich ziemlich blind, aber erfolgreich blind. Das finde ich gut. Oh nein, ehrlich, ist das der Engel von Valhalla? Nein. So, mal gucken, ob wir hier noch irgendwas haben, was ich mir holen könnte. Nö, nichts Interessantes. Dann interessiert ihr mich auch nicht. Dann jump ich hier jetzt einfach mal drüber. Jump. Und dann sind wir schon fast. Wow. Was geht denn hier ab? Voll die Schneckenplage. Bumm. Ach komm, hier einfach überall Feuer und dann ist gut. Ach, Kampf ist schon zu Ende. Alter, ist das krass hier gerade. Schneckeninvasion, Puddinginvasion. Was hat ein Äffchen? Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier überhaupt lang muss. Ah, seht ihr, da lang muss ich. Voll die falsche Richtung gelaufen hier gerade. Aber wenigstens etwas. Ich kann mir hier ein bisschen die Kämpfe schön machen. Wow. Einfach, weil da so viele sind. Mal gucken. Schwäche auf Wind. Ach, kommt hier. Rundumschläge müssen reichen. Sag ich doch, reicht. Den Rest kann ich immer noch mit Aero vermöbeln. Cool. Alter Falter. Die kommen hier mit... Das sind ja so viele Gegnermassen, die hier gerade anlaufen. Und das war sogar noch ein Chaosherd. Das ist ziemlich krass. Oh ja. Bisasam. Auf der Durchreise hier, wollte ich sagen. So, aber wir sind gleich da. Wir sind gleich da, das ist gut. Da sind wir. So, ich brauche hier... nö, ich möchte nicht ausruhen. Ich möchte... diese komische Schriften... haben. Vielleicht finde ich hier irgendjemanden, der mit mir reden möchte. Naja, hör mal auf, so durchzudrehen hier. Nebenmission? Nee. So, das hier war es doch. Morgendämmerung? Nö. Nö, das war es auch nicht. Forschungslager? Naja, das habe ich hier schon... Ah, ein Dorf an Rande Willenlang, angeblich bewahren sie dort die verborgene Schrift Etrus auf, eine versiegelte Weissagung. Ich würde zu gerne einen Blick darauf werfen. Ach, hier, Polte Oberhaupt. To the goddess Etro. Yes, of course. If you once served as the goddess Etro's chosen champion, then it had to be you. Hm. Das ist ja schön. Oberhaupts Tochter. Are you a pilgrim here? Many adventurers chose to ignore the legend. They tried to reach the temple and died for their foolishness. Hm. Was mit dem frommen Jünger? I believe you are truly the one chosen by the white angel. Ja, du mich auch. Gaffendes Mädchen, was mit dir? I wonder what was written here. If the writing had not been worn away, there are people who might have read the words. The scriptures of the goddess, that's the key to decoding the glyphs. But the book is just a legend now. Who knows if it even exists? Das ist schon mal eine fast brauchbare Information. Hier haben wir schon anscheinend mit allen geredet. Dann gehen wir nochmal hier hoch und gucken, mit wem wir hier noch reden können. Professor Lansom. My work
work is not done yet, rest assured. Wartender Mann. The Angel's Master. Ganz toll. Aber irgendwo muss es die doch geben, diese Schrift, wenn sie hier aufbewahrt werden soll. Aber wo? Weil lesen kann ich den Kram hier auch nicht. Ich glaube, hier drüben hatte ich auch schon alles durch. I don't get it. Ich mache hier jetzt aber auch erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss.